Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich, also hier wird auch nirgendwo Werbung stehen, weil ich habe es mir selber gekauft. Auf eure Fragen hinzu habe ich, also wegen euren Fragen, weil ich hatte mir doch diese China-Capture-Karte gekauft, die halt nur einen USB 2.0-Anschluss hat und einen Eingang. Und ich habe da was gefunden, eher zufällig. Weil, ich weiß gar nicht, das war in einem Stream. Und wegen meinem HDMI-Matrix und wegen dem HDMI 1 zu 2 habe ich von der Firma Etzko. Ja, ich zeige euch mal den. Also von denen ist auch mein HDMI Matrix und mein HDMI 1 zu 2. Und die habe ich, das Produkt hier, die Capture-Karte, die USB 3.0 HD Video Capture EZSP12-HVC. So heißt das Ding komplett. Durch Zufall gefunden, weil andere. Im Stream hatten wir gesucht, ich weiß nicht, irgendwas hatten wir mit HDMI gesucht. Und dann habe ich einfach mal bei Amazon so alle durchgeforstet, was von denen ist. Also irgendwann hat den Namen gesucht und dann halt drauf geklickt und dann. Und dann haben wir mal alle durchsucht und da habe ich das gefunden. Und das ist eine Capture-Karte, externe Capture-Karte mit HDMI 2.0, HDR. USB 3.0, HDCP 2.2 und Editsteuerung. Wir haben hier einen 4K HDR 60 FPS Support. Also 4K 60 FPS gehen rein und gehen auch so wieder raus. Also Pass-Through. 4K mit HDR. Support Capture PS4 Pro und Xbox One X steht hier auch so drauf. Wir USB 3.0, Stream and Record, also Stream und Recorden. Das geht dann aber nur mit 1080p, 60 FPS. Und ich denke mal, 1080p zum Stream reicht dicker aus. 4K kommen wir noch lange nicht hin. Da haben wir die meisten in Deutschland noch nicht die Leitung zu. Aber 1080p, 60 FPS. Ihr könnt auch 720p nehmen in 60 FPS oder halt auch damit Videos aufnehmen. So. Support HDMI Loop Output Downscaling vom 4K to 1080p. Support UVC 1.0 and Edit bla 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 bla. Windows 7, 8, 8, 1 und 10. Mac bla bla bla. Linux, bla bla bla, Komponente, bla 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 bla, OBS Studio and AmpCamp, nee, AmpCamp oder so, kenne ich nicht. Das heißt, 4K HDR gehen rein, gehen zu eurem Fernseher wieder raus und ihr habt auf dem Bildschirm, also in eurer Aufnahmemöglichkeit, also in eurem Capture-Programm, könnt ihr 1080p einstellen. Das werden wir heute auch alles noch testen. Jetzt werden wir erstmal auspacken. Oder was sagt die Uhr? Na, heute doch. Na doch, heute testen wir noch. So. Und da haben wir dann einmal ein User Manual. Da soll die PlayStation ran. An den USB soll der Laptop ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und HDMI Out kommt an HDMI Out zum Fernsehen. Ja. Hätte ich so jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das kommt andersrum, aber okay. So, wir haben eine Edit-Steuerung über Tasten. Hier kommen wir dann zu OBS, wie wir OBS einstellen. Ja, das ist jetzt erstmal zweitrangig, das kriege ich schon hin. Wir werden auch komplett OBS neu einstellen. Also ich habe OBS gelöscht vom Laptop. Ich werde wahrscheinlich doch nochmal den kleinen Laptop nehmen, weil den kann ich kippen, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Und da haben wir dann hier. Das ist die Capture-Karte. Die gucken wir uns im Hardware-Video dann auch genauer an.
Die haben wir mit bei. Oh, das super HDMI-Kabel ist auch mit bei. Sonst hätte ich ihn raussuchen müssen. Dann haben wir einen USB-Kabel. Ich denke mal für Strom. Und dann haben wir hier noch... Ist ja auch cool. Wir haben hier verschiedene Klebestreifen, um die Capture-Karte vielleicht hinterm Schrank anzukleben, zu verstecken. Wir haben so Metallplatten, die wir an der Seite heranmontieren können. Und dann könnten wir sie so praktisch an die Wand machen. Ist alles kein Problem. Oder wenn der Fernseher die Vorrichtung hat. Die Schrauben sind auch mit bei. Und so ein Klettband für Kabel. Ja? Und da steht sogar, haltet euch fest, der Firmenname drauf. Also das finde ich ein geiles Gimmick. Also auf sowas stehe ich ja immer. So, aber USB-Kabel brauchen wir jetzt hier nicht auspacken. HDMI brauchen wir auch nicht auspacken. Das wäre ja Blödsinn. So. Wir werden jetzt erstmal das Gerät auspacken und uns angucken. Und dann werden wir nachher gleich ein Hardware-Video machen. Ich bin mal gespannt. Ach so, falls ihr euch fragt, was mich das gekostet hat, was habe ich bezahlt? 85 Euro? Amazon. Meine Wunschzettel, mein Konto, erneute kaufen. Meine Bestellungen. Die Handyhülle für meine Mutter. Der Standfuß kommt erst noch. So. Zugestellt 19. Januar. Sehe ich jetzt hier nicht. Über die App siehst du beschissen ein. 84,99 € ist jetzt der aktuelle Preis. Ich glaube, ich habe 85 bezahlt. Oder habe ich auch 84? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber über 80 habe ich auf jeden Fall bezahlt. Möchte auch nichts Falsches sagen. Manchmal habt ihr auch Glück, da gibt es Angebote bei Amazon. Ich habe das eigentlich extra nur... Können wir eigentlich lassen, oder? Ja. Ich habe das wirklich nur für die Videos erstmal geholt, in erster Linie. Weil viele gefragt haben, ob ich halt auch eine andere China-Capture-Karte mal zeigen kann. Und ja, das mache ich euch einmal. So, ich zoome mal ran. So. Dann haben wir hier praktisch den Firmennamen, Edsco. USB 3.0 HD Video Capture, also Capturer, mit HDMI Loop Out. Und hier oben auch nochmal HDMI 2.0 mit HDR steht hier. Hier haben wir USB 3.0 mit SS und dann so ein USB-Symbol, also der hat Super Speed wahrscheinlich, denke ich mal. Damit der halt wie eine SSD oder SSHD oder so darauf hinweisen soll, dass es schnell ist, keine Ahnung. So, HDCP 2.2 und Edit-Steuerung. So, dann haben wir auf der Unterseite haben wir die Erklärung von der Edit-Steuerung. Taste 1, 2, 3, 4. Also, Taste 1, 2, 3, 4. Welche Taste welche ist. Und dann haben wir hier die Kombination, wie wir das machen können bei der Edit-Steuerung, dass da irgendein Zielergebnis kommt. Hier haben wir an der Seite nur Luftlöcher. Die hat eine passive Kühlung. Und keine aktive, ist halt gut, dass kein Lüfter drin ist, ist es wäre zu laut. So, und hier vorne ist der Eingang, weil hier ist HDMI-Eingang. Dann haben wir Update-Lampe. Oder, wird die Update-Lampe sein, hoffe ich doch. Power, FW steht da oben drüber und dann unten drunter steht halt Power. Das ist halt der USB-Anschluss. Und Update, ist das... Ein Blinklicht oder, na, werden wir ja sehen. Werden wir sehen, was er da macht. Und hier haben wir die Edit-Steuerung.
Momentan sind sie alle auf off, die Hebelbelt-Edit-Steuerung. Das heißt, der normale Modus ist an, Pass-Through ist an, also das, was reingeht, geht auf der anderen Seite auch raus. Und Learning Edit from HDMI out. Also der lernt die Edit-Steuerung vom HDMI-Output. Das heißt, hier geht 4K rein, hier geht 4K raus. Und er stellt das jetzt so ein, wie hier rausgeht. Wonach richtet das sich, was hier rausgeht? Zum einen, logischerweise, was rein die Karte. Wir können kein 8K machen, wenn kein 8K da ist. Blödes Beispiel, aber egal. Aber wenn hier 4K reingeht, aber hier auf der Endquelle nur 1080p möglich ist, dann weiß der das, die Funken, über den HDMI-Kabel hin und her. Und dann wird die Edit-Steuerung so eingestellt, dass die hier vorne auch auf dem Input weiß, du, ich kann nur 1080p. Gib mir mal kein 4K-Signal. Und dann meldet der Gerät, der PlayStation, Alter, 4K ist zwar toll, aber ich kann kein 4K. Mach mal 1080p. Und dann wird die PlayStation automatisch das Bild auf 1080p runterstufen. So, grob erklärt. Ich habe das gerne so, ich werde an den Einstellungen auch nichts ändern. Ich lasse 4K HDR drin. Ich möchte 4K HDR haben. Und ich möchte halt den Pass-Through-Modus testen. Und das werden wir auch gleich alles machen. Und gucken, wie es aussieht mit OBS. Und beim Ausgang haben wir HDMI Out und den USB 3.0 Anschluss. HDMI, USB 3.0. Und hier steht dann nochmal Rekorden, HD 60. Schön groß drauf. Ich denke mal, die haben auch Gumminippel mit beigepackt. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Wir werden das nämlich gleich testen. Bin mal gespannt. Das wird, ich denke mal schon, dass der das so macht. Weil ich habe, wie gesagt, die Produkte von Enscom, die haben mich bis jetzt, ich habe 3 Produkte gekauft. 2 für mich, 1 habe ich verschenkt. Haben mich noch nicht im Stich gelassen. Die machen wirklich das, was sie sollen. Und das machen sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.